Tagchen, ihr Lieben. Oder besser gesagt, eine wunderschöne Nacht gewünscht. Es kommt ja dann immer frisch zum Tagesanfang. Und ja, wir starten. Vorspulfunktion kennt ihr alle, ne? Könnt ihr benutzen, wenn ihr jetzt keine Zeit habt oder keinen Bock habt, mir zuzuhören. Lichter, das hat nichts mit dem Universum zu tun. Ihr wisst, ich bin eine Realitätsfrau. Es hat wirklich was mit den Quellen, mit den Lichtverhältnissen zu tun. Es hat nichts mit dem Universum zu tun, ob man da nun recht hat oder nicht. Also so ganz verstreut bin ich jetzt auch noch nicht. Ihr könnt ja wirklich diese Themen haben, aber ey, das wird, also ich habe das Gefühl, das wird schon wieder echt so ein bisschen zunehmend weird in den Kommentaren. Könnt ihr nicht einfach mal Technik sein lassen und Logik sein lassen? Das hat doch jetzt wirklich nichts mit dem Universum zu tun. Ich habe es ja auch gesagt, es sind die Lampen, ja. Leute, ihr müsst doch wirklich mal im Hier und Jetzt leben. Und das sind technische Sachen, die nichts mit Spirit zu tun haben. So, ich probiere mein Bestes, weil ich natürlich auch wirklich glaube, dass es manche nerven könnte mit dem Geflacker, ja. Mir ist das bewusst. Ich kann es aber gerade nicht jedem recht machen. Ich habe jetzt probiert, hier diese Lichtseite in den Wolken auszumachen. Hier hängt es noch ein bisschen, aber ich kann jetzt ja auch nicht vor einer Ringleuchte sitzen und mich die ganze Zeit bestrahlen lassen. Das macht meine ganze Stunde oder länger, dann habt ihr einen richtigen Augenschaden. Ich kenne das, ja. Also ich habe dann immer ewig zu tun, wenn die Ringleuchte aus ist. Und dann noch zu anderen Kommentaren. Ich merke immer vermehrt, es kommen immer mehr neue hinzu. Ich weiß nicht, wie sie meinen Kanal finden. Ich sage es jetzt hier nochmal für viele. Ich sehe mich definitiv nicht als Engel und ich bin auch nicht eine Berufene. Würde ich mir gar nicht anmaßen, diesen Titel zu geben. Ich kann was. Ich weiß, dass es funktioniert und davon sollte jeder, der einen YouTube-Kanal macht, eigentlich auch ausgehen. Und wenn es nur eine Unterhaltung ist für Menschen, ja. Jeder kann sich seinen Bereich aussuchen, wie ihr einen Beruf ausgewählt habt. Wenn er euch keinen Spaß macht, dann ist es natürlich auch jedem das Seine, diesen Beruf jederzeit wechseln zu können, sich umschulen zu lassen oder auch das machen, was einem Spaß macht. So, dadurch, dass ich jetzt nicht euch als persönlich oder einzelne Menschen kenne, um persönlich zu erfragen, wie ist denn deine Situation gerade, dann könnte ich auch ohne Karten helfen. Da wir im Kollektiv hier legen, Kollektiv, das hört sich auch schon so bescheuert an, da wir hier einfach auch eine Masse sind, die die Videos angucken, muss ich ja natürlich auch, um meine Verantwortung hier aufrechtzuerhalten, muss ich ja die Karten springen lassen, ja? Und das ist so, als wenn ich jemanden vor mir habe und der mich nach einem Rat fragt und ich kriege durch meine Impulse und ich muss mich jetzt nicht beweisen oder überzeugen, davon halte ich sowieso nichts oder nicht viel. Die Menschen, die müssen selbst herausfinden, wo sie hingehören, wo sie platziert werden möchten. Aber wenn mir dann jemand sagt, das konntest du nicht wissen oder wie kommst du drauf, das habe ich dir nie erzählt. Und im Laufe der Jahre, wenn man sich selbst sieht und auch auf sich selbst hört, dann kann man eins und eins zusammenzählen und wird immer sicherer in dem, was man macht, je nachdem, wann man damit angefangen hat. Ja? Bei mir war es ziemlich früh. Deswegen ist man wahrscheinlich auch wirklich überzeugt von sich, dass man eine Leitung dafür hat. Ob die nun nach oben geht oder nach unten in den Erdbereich, ist mir fast schon lieber, ja, weil ich bin eine, auch vom Sternzeichen schon, viele fragen auch noch, ich bin Steinbock und ich bin ein absolutes Erdezeichen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ihr wirklich nicht das bekommt, was ihr teilweise erwartet, ja. Also, ich decke hier durch die Leitung der Karten, sonst wüsste ich ja nicht, für was ich legen soll. Stellt euch mal vor, ich schlage jetzt hier ein Thema vor und sage, komm, wir reden heute über Untreue. Wen hilft es denn jetzt gerade, ja? Natürlich helfe ich euch mit, aber es sind auch Menschen, die hier reingucken und selbst bestimmen können, wenn ich in dieses Thema Untreue rutsche, dann könnt ihr ausschalten. Ich werde nie das richtige Thema finden, ja? Und darum geht's. Verliert den Verstand nicht durch die Karten, das sage ich oft genug. Ich glaube, ich lasse mir bei den Slogan irgendwo auf die Stirn tätowieren, aber es sind einfach auch Gruppen, die da nicht zu mir gehören, ja? Das muss man einfach so anerkennen. Es zwingt euch keiner, hier reinzuschalten und das für gut zu finden, zu heißen, wie auch immer. Es gibt bei Weitem, jeder tut immer so, als ob ich hier der einzige Kanal bin. Guckt euch doch mal bitte in diesem World Wide Web um. Da gibt es so viele Kanäle und ihr werdet den passenden Menschen für euch finden, ja? Es ist so. Macht es einfach.
Und wir starten jetzt, ich sag's vorsichtshalber nochmal, für alle Gesunden, die es verstehen, die bräuchten den Satz überhaupt nicht. Aber es gibt immer noch welche, die sich, glaube ich, ganz stark hierher verlaufen, die einfach nicht hierher gehören, ja? Die sich auch nicht überzeugen lassen sollten. Und wenn die wirklich so eine eingeschränkte Denkzeile im Kopf haben, dass das hier was mit Hexerei zu tun hat oder sonstigen verwünschten Spielchen, da bin ich raus, ja? Kann ich euch nicht legen, werde ich auch niemals legen, werde ich dafür auch niemals stehen, ja, oder irgendwie sowas sagen, oh, ich bin aber besser als der und der und der, sollen sie doch alle machen, ja, aber ich sage einfach nur, wie ich ticke, damit ihr euch das schon im Vorfeld anhören könnt oder einschätzen könnt und es bringt mir nichts, hier einen Kanal zu eröffnen oder Karten zu legen für bitte warte und komme in die Hölle, ja, also nee, lasst euch mal schön verarschen, würde ich der Hälfte der Menschheit sagen. Wenn euch das beruhigt, dann aber nicht bei mir, ja? Und dann fangt nicht an zu motzen in den Kommentaren, ich bitte drum. Fangt einfach nicht an zu motzen, wenn ich dein Content nicht bediene. Klickt einfach oben in der Suchzeile und dann werdet ihr dahin geführt, ja? Es gibt genug, die das können und machen. Ihr Lieben, Positives wie Negatives unbedingt in diesem Video drin lassen, ansonsten das Video verlassen. Solltest du hier nicht resonieren, das heißt, wenn es nicht deins ist und nein, es passt auch nicht auf alle Menschen, kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich sage, da ist eine Dreierkonstellation, da hauen schon mal die Hälfte der Menschen hier weg, ja. Wenn ich sage, hier liegt eine Dreierkonstellation vor, dann kann man mir nicht sagen, dass das auf die ganze Menschheit zutrifft, die hier einschaltet. Unsinn, ja. Ihr dürft natürlich ab diesem Punkt nicht weitergucken, weil das ist nicht eure Legung, ja. Und ich sag's immer wieder, ich bin ja bald ein Schallplattenspieler. Ihr müsst irgendwann mal wirklich lernen, selbst Verantwortung zu übernehmen, weil ich bin doch nicht der Weltverbesserer für Menschen. Habe ich auch gar keinen Bock drauf, ja. Also die es verstehen, seid gegrüßt. Wir haben hier das Schiff und wir haben den Baum. Vielleicht sind hier noch Angewohnheiten, die aus, ja, vielleicht aus der Ahnenzeit kommen, muss jetzt auch nicht auf jeden zutreffen, ja, wenn ihr so eine Problematiken schon kennt und jedes Mal denkt so, warum werde ich hier verfolgt, ja, das liegt doch schon ewig als Fluch auf unserer Familie so ungefähr, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, da geht ja gar nichts gerade in deiner Familienkonstellation, ja, das könnte so sein wie, die blieben schon nicht zusammen, die Nächsten blieben auch schon nicht zusammen. Es könnte auch heißen, meine Großmutter wurde auch gedemütigt von meinem Großvater. Und das habe ich bei meiner Mutter gesehen und das erlebe ich jetzt gerade. Egal welche Verkettung, es könnte was mit den Ahnen hier zu tun haben, ja? Mit der Verwurzelung generell, wo gehörst du hin? Vielleicht ist das die entscheidende Frage. Hast du dich selbst schon kennengelernt, was du in diesem Leben eigentlich von dir erwartest? Oder bist du hier auf der Welt, weil andere von dir erwarten. Das ist immer so ein Punkt, den ich hier mit einspielen wollen würde, egal wen es jetzt hier betrifft, von deinem Gegenüber mit dir, ja? Du möchtest einfach ankommen, entweder ist ja auch was gegangen, ist ja teilweise logisch, ja, weil kein normaler Mensch schaltet hier ein, wenn wirklich alles rosig läuft. Also da würde ich mir auch die Frage stellen, geht's noch? Wozu, ja? Mach doch deine bestehende Beziehung nicht kaputt. Arbeite an dem, was ihr real besitzt, ja? So, wir haben jetzt hier, es könnte eine Ankunft darstellen, dass du hier wirklich verstanden hast, du kommst hier vorwärts und weißt, wo du hingehörst. Ja, kann sein. Wie viele haben in der Schule eine Ehrenrunde gedreht und sind heute höher als die, die ein Abitur haben oder Studium, ja? So ein Vergleich ist das. Mach dir keinen Druck, wenn du hier Ehrenrunden drehst und es gehört auch dazu, deine Meinung im Leben zu ändern. Das kann auch sein, dass ich in 10 Jahren ganz anders quatsche, ja? Aber das muss derjenige selbst entscheiden und in die Hand nehmen. Das geht nicht, wenn man überzeugen möchte, ja, und das möchte ich hier auch nicht. Ihr müsst fühlen, woher kommt diese Problematik vielleicht, dass du dich nie angenommen oder angekommen fühlst, ja? Vielleicht fällt bei dir auch dieses Schild herzlich willkommen komplett weg. Vielleicht machst du dir hier mit dem Baum wirklich Gedanken, warum hast du nicht dieses Gefühl, dass du herzlich willkommen bist, ja? Weil du vielleicht etwas vorweist, was andere gerne von dir hätten, weil du aus der Reihe tanzt durch die Ahnen, lass dich aber auch da nicht verunsichern, ja. Du hast dich hier vielleicht ausprobiert und dieser Kreis gehörte dazu, dass man Leute ziehen lässt und auch kommen lässt. Bis du bei dir selbst ankommst, du musst ja auch gewisse Prüfungen erfüllen, damit du erstmal weißt, wer du bist, was du leben möchtest. Es ist doch nicht schlimm, ja, sich auszuprobieren im Leben, wenn man dazu steht. Man darf es natürlich nicht bereuen. So, in erster Linie geht das hier um deine Standhaftigkeit, dich wieder zurückzufinden
in dem Hier und Jetzt, ja, und nicht in der Vergangenheit. In der Vergangenheit ein bisschen rumwühlen, woran könnten die Themen scheitern oder warum begleiten dich die Themen immer wieder, dass es natürlich auch mit deinem Gegenüber hier ein bisschen schief läuft, könnte alles sein. Vielleicht wolltest du auch wieder jemandem gefallen, warst ein kleines Hündchen in einer Beziehung, wolltest es gar nicht sein, ja, und wir haben hier ins kalte Wasser springen. Das ist eine Legung, wo du radikal an dich denken musst. Du solltest dir überhaupt nicht mehr irgendwo dran kleben oder hoffen. Was soll ich machen? Ist die Engelbotschaft, die hier rauskommt, ja? Und ich bin auch voll bei, ja? Umso länger man hier überlegt, umso länger man hier irgendwo drin steckt und sich hier die Hucke vollspinnt, sich selbst, ja? Wenn ich mir überlege, ich hätte eine Trennung und sitze hier und sage, wird vielleicht auch einige erschrecken, aber das ist mir ja auch egal, ich warte, ich hoffe, dass sich da jemand nochmal umentscheidet. Nein, mit diesem Bruch, mit dieser Trennung wäre es bei mir schon vorbei. Weil warum muss eine Trennung erstmal vollzogen werden, bevor man redet, ja? Wenn man alles angesprochen hat, ausgesprochen hat und eine Trennung ist, dann ist es ja eh geklärt. Dann brauche ich nicht mehr irgendwo in den Seilen hängen und sagen, ich bin die Beste für den anderen, ja? Das ist ja absurd, das ist ja krank für den Kopf, ja? Ich kann doch nicht von mir sagen, ich wäre die beste Version für mein Gegenüber, wenn mein Gegenüber sich entscheidet zu gehen. Merkt ihr was? Also ich merke euch jetzt nicht an, aber es gibt viele, die wirklich darunter sind und vielleicht auch wirklich das Gefühl haben, du bist das Beste, was dir hätte passieren können. Ja, und nu? Also, selbst wenn ihr eine Urkunde hättet, ja? Selbst wenn ihr eine Urkunde hättet, kommt ihr damit weiter? Nein, ihr müsst an euch jetzt denken, ins kalte Wasser springen in dieser Aktion, ja? Klar bin ich jetzt emotional so ein bisschen angepudert, aber das gehört auch dazu, ja? Ich kann hier nicht meine Stimmung wechseln, wenn ich irgendwann denke, manche Leute haben den Schuss nicht mehr gehört, ja? Und ich bin schon froh, dass die Leute überhaupt nicht mehr hier zu lesen sind, großartig. Und wenn dann ein, zweimal wieder reinkommen, den ich immer das erklären muss oder das Gefühl habe, bitte stellt mich nicht auf diesen Thron, dann sind da andere wieder bei, die sagen, hast du doch nicht nötig, dich zu erklären und zu rechtfertigen. Doch, weil es mein Kanal ist und weil ich nicht in die Schiene geschoben werden möchte, wie man es vielleicht sieht. Weil das definitiv oftmals überhaupt nicht übereinstimmt. Siehe Reklame, Universum, ja, da bin ich nicht bei. Und wenn es weiter so geht, es ist keine Drohung, muss ich an mich denken und die Kommentare zumachen, weil ich sag euch ganz ehrlich, unabhängig davon, ob mir eure lieben Kommentare und die, die in der Heilung sind, wirklich fehlen und ans Herz gewachsen sind, muss ich da an mich denken und sagen, ich habe keinen Bock mehr, diese Scheiße zu lesen, ja, weil ich gehe auch raus, ich bin eben draußen gewesen, ich erlebe alleine beim Einkauf eine wundervolle Ruhe und denke mir so, ich habe ein anderes Denken bekommen, ja. Ich habe 4 YouTube-Kanäle, die ich mit Herz und Leidenschaft mache. Einer davon ist einfach primitiv, aber trotzdem unterhaltungswert. Der andere hatte mit Nageldesign zu tun, Selbstständigkeit. Der andere war noch ASMR am Hochziehen und dann haben wir hier diesen. Ich habe immer gedacht, draußen sind mir die Menschen bewusster, die nicht alle am Holz haben. Und mittlerweile, nach 1,5 Jahren, sitze ich hier und sage, nein, und das ist jetzt die Änderung von mir, ich sehe hier im Internet. Dagegen ist ja draußen, das ist ja draußen ein Witz. Damit komme ich ja klar. Oh, ich habe wieder eine feuchte Aussprache, ja. Das ist nur meine Beobachtung. Ich habe eine Ruhe. Ich habe auch nette Menschen, ja. Ich habe Kontakte, die man nicht kennt, mit denen man Smalltalk macht. Es ist friedlich bei mir. Kann natürlich auch was mit dem, nee, hat auch nichts mit dem Bezirk zu tun. Ist auch absoluter Schwachsinn, ja. Brennpunktbezirke, wo andere Probleme haben, habe ich auch noch nie irgendwie Probleme gehabt, sei mal dahingestellt. Aber ich sehe hier im Internet schon fast die Menschen, die ich dachte, draußen zu sehen. Das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so, ja? Und deswegen, es soll ja mir Spaß machen, ja? Oder es soll ja auch euch eine Funktion geben. Ich will ja hier dafür da sein, dass ihr weiterkommt. Aber mich jetzt weiterhin stressen zu lassen, da wisst ihr sowieso, dann werden die Kartenlegungen wahrscheinlich auch richtig Banane, weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Ihr merkt das selbst. Und auch da ist es für mich hier eine Aufarbeitung, obwohl ich mich selten hier mit reinnehme. Woher kommt das, ja? Weil hier alle kaputten Leute rumrennen. Die haben sich nicht gefunden. Es gibt hier keine Rubriken. Hier kannst du schön anonym bleiben. Hier drehen sie alle durch am Rad. Hier können sie mal stark sein, was sie im Leben noch nie konnten. Oder können hier endlich mal jemand irgendwie
den Teller servieren und du musst das jetzt essen, werde ich nicht essen. Niemals, was man mir hier vorsetzt in den Kommentaren, ja. Wir sind nicht da, um uns zu überzeugen. Ich sag's immer wieder. Überzeugt nicht euren Partner, genau das Gleiche. Wo kommen wir denn dahin, ja? Das hat doch nichts mehr mit innerer Liebe zu tun, jemanden überzeugen zu müssen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht aus bestimmten Gründen. Und oftmals habe ich das Gefühl, ihr wisst gar nicht, wie viel Glück ihr eigentlich habt, dass eine Trennung vollzogen wurde, ja? Dass ihr gar nicht manchmal euer Glück erkennt. Wenn das weitergegangen wäre, dann wärt ihr vielleicht auch eines der Wracks gewesen, die heute aus einer Psychiatrie schreiben. Leider Gottes, ja. Oder Medikamente nehmen müssten. Wollt ihr dahin? Nee, will keiner, ja. Und deswegen ist mir die Klarheit hier absolut wichtig. Und nehmt mich von anderen hier raus, ja. Nehmt mich von anderen hier raus, dass ich was besser könnte als jemand anderes. Ich brauche das nicht. Wirklich, ich brauche es nicht. Oder wenn ihr das nicht versteht, macht einfach aus. Könnt ihr da nicht Entscheidungen übernehmen? Ich sehe es ja, was abgeht. Aber wenn jemand wirklich noch so komische Kritik reinbrettert, die nur diesen Menschen betrifft, dann ist das schon oder zeigt auch, dass du kommst im Leben nicht klar mit Entscheidungen, ja? Du bist so ein Typ, wenn du auf mich treffen würdest oder wir aufeinander, wir würden uns zerfetzen auf der Straße. Ich sehe das schon kommen. Weil ich würde auch nicht meinen Mund halten. Wenn es für viele nicht angenehm ist, das ist mir auch Wurst. Also es ist meine Sache, damit umzugehen. Ich lasse Menschen nicht an mir vorbei, die mir aus dem Nichts wehtun. Ja? Also so blöde sind wir nicht in meiner Realität, in meiner Welt. Ich lasse mir nicht von fremden Menschen wehtun oder irgendwas reingrützen, ungefragt. Ja? Und der Kanal heißt hier nicht umsonst Karat gefragt oder Miranda Karat gefragt. Du hast eine Frage für dieses Thema, ich antworte. Mehr ist es nicht. Aber ich möchte hier nicht ungefragte Sachen lesen, mich mit ungefragten Theorien hier auseinandersetzen, wo ich mir denke, so Alter, welches Schlagloch war oder welches Schlagloch war denn bei dir? Ja, ich habe darauf keine Lust. Ganze Hochfrequenz, scheiße, ey. Also wirklich, man wird hier langsam wirklich ein bisschen Banane, muss ich jetzt echt mal sagen, was wir schon für Kommentare hier hatten, wo ich mir dachte so, ey, die bilden sich ja echt nur ein, die sind die Elfe hoch 10, ja. Es ist kein Scherz und da kann ich nicht mitmischen. Die bitte ich auch wirklich, meinen Kanal zu verlassen. Es gibt Menschen, die denken, die sind's. Es gibt Menschen, die denken, die sind Elfen. Es gibt Menschen, die denken, das sind Engel. Von wem haben die den Stempel bekommen, ja? Ich frage mich, von wem? Das gibt Menschen, die denken, die sind auserwählt und leben auch danach. Und ich spüre einen Fremdscham. Das ist das, was ich fühle, ja? Ich fühle einen Fremdscham. Und weiß auch, wer all das hier nicht versteht, der muss wirklich zu den Beballerten rüberlatschen. Ich sag das so frei. Der muss zu den Beballerten rüberlatschen, weil da ist euer Sitz, ja? Schaukelt euch hoch in eurem Kummer. Ihr kriegt auch gar nicht mit, dass die Kommentare, die man liest, einfach nur ein Selbstanheulen ist, ja? Miranda, bitte gib mir Aufmerksamkeit. Ihr wisst, ihr kriegt immer viel Aufmerksamkeit von mir, weil ich es auch primitiv finde, einfach zu löschen oder einfach nicht drauf einzugehen. Wenn es nicht hoch beleidigend ist, dann reagiere ich oftmals und lasse das auch stehen. Aber irgendwann merkt man auch, die Kraft geht dafür flöten, ja? Nicht, dass es mich den ganzen Tag belastet, aber wenn ich merke, das sind schon so Vorstufen, wo ich mir dann 20 Minuten später immer noch einen Kopf fasse und mir denke so, ey, sind das jetzt hier wirklich die Schlimmsten im Internet? Ja. Ja. Die sich zeigen mit so einer wirren Energie, die sind die Schlimmsten hier im Internet, ja? Leider ja. Es ist so. An denen kannst du, du hast die Chancen, an denen vorbeizulaufen im realen Leben. Hier wirst du frontal, ja? Da treffen sich alle, die angeblich friedlich sein wollen und stiften hier aber Kriege an im Internet. Und mir braucht man den Mist nicht aufbrummen oder erzählen. Ja? Weil ich fühle das in dem Moment auch. Verbunden mit Spirit und Psychologie sieht man sofort, was da los ist, ja? Und ich habe auch keinen Bock, mich verarschen zu lassen. Und wenn ich mir denke so, ey, dein Gegenüber, Junge, ja, wenn man das über Jahre ausgehalten hat, es gilt jetzt nur für Einzelne, dann denke ich mir so, Halleluja, bitte. Also wenn ihr hier in dieser
Gruppe drin seid, ins kalte Wasser springen, ist wahrscheinlich manchmal das Beste, was man wirklich machen kann und machen sollte, ja? Mach es einfach. Spring ins kalte Wasser, um dir zu erklären, wo kommst du hin. Wir haben Träume und Geist. Tja, was davon ist dein Geist, was du in Realität umsetzen könntest? Was davon sind Träume, die noch vor dir stehen oder die du noch umsetzen könntest? Und was davon sind Träume, die geplatzt sind? Du musst sie sortieren, du musst sie ins kalte Wasser springen. Was hatte wirklich mit Geist zu tun und was hatte wirklich nur mit Träumen zu tun? Vielleicht hast du da auch schon den Spagat nicht geschafft, zu verstehen, was ist denn davon real und was ist eine Illusion, ja? Wo geht die Tendenz bei dir hin? Könnte sein, ja? Könnte sein, dass du hier auf dem Boden der Tatsachen heute wirklich ganz hart knallst, ins kalte Wasser springen, Träume, Geist, beim Realisten wie mir, was soll da auch rauskommen, ja? Ihr Lieben, dem Himmel so nah haben wir auch wieder diese Träume und der Wandel ist wahrscheinlich auch der Geist. Dem Himmel so nah und der Wandel für deinen Geist. Ist doch schön, du kannst doch deine Träume weiterhin verwirklichen. Wenn du dich veränderst, wenn du dahin läufst. Die Träume kann für dich niemand anders übernehmen. Teilweise haben ja viele noch nicht mal ihre Träume ausgesprochen. Ja? Woher soll ein Gegenüber dann wissen, was der Traum ist? Genauso für dich, ja. Es könnte ja sein, du hattest mit einem Gegenüber zu tun, der Träume hatte, die du aber noch nie gesehen hast, sehen durftest, ja? In welche Tendenz willst du da dann hin, um daran zu arbeiten? Oder viele reden immer sehr leichtfertig, das ist mein Traum und das werde ich auch schaffen. Jahre später denkst du dir so, was hast du eigentlich dafür gemacht, ja? Für diesen Traum. Gar nichts ist passiert. Das sind oftmals so Situationen, die einen auch in einer Beziehung zusammenhalten wahrscheinlich, weil man sich denkt, ey, wir haben beide ein großes Ziel. Dabei ist es einfach nur ein Traum, der sich schön anhört, aber gemacht wird selten was, ja. Je nach Konstellation, ich will es nicht einreden, aber vieles sind so Hochstapler, ja. Gerade wenn man zu viele Ziele und zu viele Träume hat, sind das oftmals Hochstapler. Die ruhigen sind die, die ihr studieren könnt und wo ihr manchmal auch wirklich seht, wenn die was machen, ja. Wenn die wirklich sehr stark handeln, sehr stark machen, dann wisst ihr, das sind eigentlich die Träume und die Ziele, ohne Großes an die Decke schreiben, ja? Die machen einfach. Wir haben hier 10 der Kelche und wir haben hier die Stärke. Du hast ja auch wieder energetisch dieses Plus Harmonie zu fühlen. Vielleicht fragst du dich auch oft, was ist denn eigentlich Harmonie, ja? Was ist Harmonie in deinem Leben? Sorgst du selbst dafür, dass es unharmonisch ist? Durch diese Leute, die du immer wieder anziehst, sammelst du dich auf bestimmten Plätzen, wo auch diese Leute immer rumrennen? Hast du eine ganz andere Vorstellung von Harmonie? Auf jeden Fall kostet es dich hier jedes Mal Kraft und Stärke, ja? Wahrscheinlich ist hier auch dein Glaube schon so ein bisschen verloren, eine harmonische Beziehung zu führen oder in Harmonie mit dir selbst zu sein. Ich glaube ganz stark, dass hier wirklich Punkte hochkommen, die du selbst mit dir bearbeitest, die du selbst in dir verarbeitest. Ja? Ich weiß nicht warum, aber durch die Stärke wahrscheinlich mit der Löwenenergie, nur wenn es passen sollte, das hat nichts mit dem Horoskop Löwe zu tun. Ja, ich erkläre es auch nochmal. Aber es kann sein, dass du dich hier gerade sehr stark um dich selbst kümmerst. Dass du wirklich dich selbst hinterfragst, wäre das eigentlich eine Harmonie gewesen? War das eine Harmonie? Was verstehst du unter Harmonie? Oder hast du es vielleicht auch verwechselt, ja? War die Harmonie, sage ich auch sehr oft, es gibt ja irgendwann nur noch ausgelutschte Punkte, gibt es diese Harmonie oder ist es für dich Langeweile und zu ruhig und du sorgst für Trubel und suchst dir deswegen auch diese Trubelmenschen, die eigentlich ungeheilt sind, weil die interessant sind? Ja, machst du, ja? Was soll ich sagen? Ja, machst du. Du holst dir Menschen in dein Leben, die für dich eine Aufgabe sind. Weil sie wahrscheinlich von Zielen und Träumen reden, ja? Weil sie einen großen Geist für dich darstellen, weil du oftmals an so einer Person auch wachsen konntest, kannst, dann nimm es dir doch mit, ist doch schön. Aber wenn es hier zu krass in Richtung Dominanz von dem Herrscher geht und man nur mit seinem Sturkopf hier selbst durch möchte, ja,
dann funktioniert es in einer Beziehung nicht, die aus mindestens zwei Menschen besteht. Kann auch in der Familie komplett schieflaufen, da sind mehrere beteiligt. Oder wenn es Menschen gibt, die Polygamie ausleben, ja, keine Ahnung, weiß ich doch nicht, was hier vorsitzt. Wir haben hier den Herrscher. Und einen Herrscher habt ihr wahrscheinlich so weit gut befunden oder lieben können, wenn es überhaupt manchmal auch immer Liebe sein soll oder wirklich war. Es ist wieder das, hier konnte jemand wirklich sehr gut Sachen, konnte sie wirklich gut durchziehen, aber mehr für sich, ja. Es könnte sich hier um eine egoistische Person handeln. Es könnte sich darum handeln, warum hast du immer das Gefühl, weniger stark zu sein als dein Gegenüber? Warum fühlst du dich immer so verlassen, ja? Warum weißt du, dass du hier dich händeln lassen hast, dominant händeln lassen hast, ja? Vielleicht machst du in der Welt wirklich den Starken. Aber das ganze Bild könnte so aussehen. Kannst du denn ohne Menschen, die nicht so eine Riesenstärke vorweisen, Harmonie empfinden? Oder ist es wirklich das, dass du dir jedes Mal diese Menschen reinholst, mit denen du stänkern kannst, kämpfst, ja? Weil du bewusst auch von diesen Menschen was lernen möchtest. Du willst die knacken, du bekommst dir diesen Sitz. Ich sage es ganz vorsichtig, es gibt ja nur die Möglichkeit Vater-Mutter-Problem, bevor man jetzt wieder sagt, die kommt über das Gleiche raus. Es könnte ein bestehendes Problem sein, dass du keinen Vater hattest, der zwar da war, aber vielleicht viel arbeiten war, viel Streitereien, dich nicht an die Hand genommen hat, Frau wie auch Mann, wenn ihr jetzt hier zuguckt, auf was musst du achten, ab wann fühlst du einen Schutz bei einem Partner? Das könnte hier wie so oft auch der Grund aus der Kindheit sein. Man hat dich hier nicht an die Hand genommen und gezeigt, was eigentlich Stärke heißt. Ja? Und da haben wir auch wieder dieses Gegenstück davon, was Stärke heißt. Du fühlst, dass einfach nur die Energie bei dir komplett abgebrannt wird, ja, in allem. Und deswegen denke ich auch, du machst hier wirklich einen ganz starken Prozess mit dir selbst durch, dass du oftmals so zurückfällst, du gibst es vielleicht nach außen hin nicht zu. Aber vielleicht fällst du hier ins Innere zurück und machst dir wirklich Gedanken über das, ich bin ja vielleicht manchmal wirklich selber schuld, ja, und ich sage das hier ganz quer in die Kamera. Vielleicht warst du dir ja gar nicht bewusst, dass mit solch Menschen überhaupt keine Harmonie möglich ist und eine Beziehung, ja, weil sie sehr extrovertiert in dein Leben spazieren, die du dir aber rausgesucht hast oder zu dir gelassen hast. Diese Menschen haben etwas, was du nicht hast, ja, ich betone es nochmal, diese Menschen haben etwas, was du nicht hast, das kann anfangen von Mut, Stolz, Ehre, Würde, in negativer wie positiver Form. Das, was du nicht besitzt, findest du erbosend oder erbost, weil du das nicht machen würdest. Auf der anderen Seite gibt es hier ganz, ganz viele Eigenschaften, die du einfach brauchst, bräuchtest, interessant findest, an denen du hängen bleibst. Ja? Aber so das Grundprinzip, dass es eine Ergänzung wird, war es wahrscheinlich nicht. Ja? Und wir haben hier nochmal eine Widderenergie und das ist ein Mensch, der für sich sehr ehrgeizig ist. Aber der, wenn es zu diesem Punkt kommt, wo irgendwas nicht mehr hinhaut, extrem eklig werden könnte, ja? Weil es diesem Menschen reicht. Sehr belastbar. Dein Mensch ist von Grund auf, und da können jetzt auch die meisten rausspringen, weil es nicht für jeden zutreffend sein kann, das muss ein sehr belastbarer Mensch gewesen sein, der sehr viel auf den Schultern trägt, auf den sehr viel lastet, ja? Dieser Mensch hat sich arrangiert. Aber hat sich vielleicht in etlichen Themen verlaufen, das weich zu zeigen, ja? Für dich hat die Weiche gefehlt, könnte man so sagen. Es kam ja immer drauf an, stark zu sein, ja? Aber dann hat das auch was mit dir zu tun. Warum dieser Mensch an deiner Seite und warum musstest du stark sein, ja? Du hattest immer das Gefühl, du spackst wahrscheinlich neben diesem Menschen komplett ab, wenn man euch zusammen sieht. Ohne Stärke wusstest du, hältst du hier nicht mit und kannst dein Gegenüber nicht halten. Oder auch andersrum. Du wusstest, dieser Mensch braucht wahrscheinlich auch eine sehr starke Person, aber irgendwie hast du dich hier verlaufen, ja? Und darauf kommt es einfach an. Woher kommt es denn, dass du dir selbstständig beweisen musst, mit so einem Menschen mitlaufen zu müssen? Musst du doch gar nicht. Es könnte aber natürlich auch wirklich sein, dass dir das jetzt erst bewusst wird oder in Therapiegesprächen bewusst wurde, ja? Ganz verschieden. Wir gehen ins Herz.
Du machst dir Gedanken, ja, du machst dir wirklich Gedanken über das, was bei dir falsch gelaufen sein konnte. Und wenn hier wirklich jemand bei ist, und das ist mir auch egal, der wirklich meint, er hätte überhaupt keinen Fehler und keine Schuld an dieser Beziehung. Ey, bitte hört mir auf, ja. Das kann es einfach nicht sein, ja. Ich habe es schon alles gelesen an den Anfängen. Wie viele sich da hochgelobt haben, wo mir fast wirklich hinterm Bildschirm mit Kotzen kam, wo ich dachte, ich krieg Würgereize, ich speie hier gleich, ja. Die haben wirklich gedacht, so, die waren schon vom Lesen her so eklig, dass ich mir dachte, was willst du mir denn jetzt erzählen, ja? Kennt ihr so eine Energie, wo, naja, er muss noch sehr viel lernen? So habe ich es aufgenommen, ja? Ich weiß ja nicht mal, wie die Betonung beim Schreiben war. Er geht mehrere Prozesse durch, er. Und ich denke mir so, und du? Dann klickst du auf die Person rauf, entweder denkst du dir so beim Foto, geisteskrank? Oder die haben teilweise auch Kanäle, wo du denkst so, hä? Also, irgendwo kleben geblieben? Ja, ja. Manche Menschen sind für mich in meiner Welt kleben geblieben. Steg zu. Du machst dir hier Gedanken. Du hättest ja auch ein paar Stellen gehabt, die du aufarbeiten musst, ja, wo du auch nicht sehr feinfühlig reagiert hast. Aber es liegt an der Kombination. Es liegt nicht darum, dass du ein schlechter Mensch bist oder schuld bist. Es liegt an der Kombination. Du hängst dich hier zurück, ja. Und was schön ist, du bist ein Mensch, der alles ganz klar sieht und wirklich noch zu der Gruppe, die ich bezeichnen würde, als du bist voll gesund, ja? Mach dir keine Gedanken. Du warst schwer verliebt. Du hast dich manipulieren lassen. Du hast dich selbst manipuliert, ja? Mach dir keine Gedanken. Hier liegt keiner, der bei mir einfach nur rumfliegt ohne Bodenhaftung. Auf gar keinen Fall. Du gehst hier in die Stellung. Ich mache mir Gedanken, ja? Wie kann ich es denn irgendwann besser halten? Was ist bei uns beiden schiefgelaufen? Worauf habe ich mich eingelassen, wo ich hätte das Ganze schon abbrechen sollen? Wie oft habe ich mal wieder meine Grenzen hier überschritten, ja? Hier sind noch Probleme, die du für dich selbst erkennst und aufarbeitest. Wunderbar, ihr Süßen. Wirklich. Wunderbar. Und ich bin hier nicht der Lehrer, ja? Ich bin der Letzte. Und ihr wisst, dass genau diese Menschen, die oftmals Kartenkanäle legen, nicht einfach nur Probleme im Leben hatten mit, oder hat jemand meine Sandburg zerstört, ja? Kommt mal ein bisschen klar auf eurem Level. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es bei anderen so ist, aber ich will fast auch die sich hier angezogen fühlen, die wirklich so in meinem Level ticken. Ich glaube, diese Menschen, wir alle, haben auch mit diesen Menschen, die aufeinander getroffen sind, wirklich sehr viel Bodenlöcher gesehen, ja? Ekelhafte Menschen gesehen. Nennt sie Teufel wie auch immer. Das ist mir ja wurscht in dem Moment, ob die einen Begriff haben oder nicht. Es war einfach ekelhaft abscheulich. Bei den meisten in der Kindheit, bei mir jetzt nicht in der Kindheit zum Beispiel. Aber ich muss auch sagen, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich reflektiere, sage ich zu euch hundertprozentig, das war meine Schuld. Ja? Ich könnte jetzt die Beispiele suchen, wo Löcher entstanden sind. Das hat man nicht verdient und es gab Sachen, da war man selbst dran schuld, weil man sich nicht drum gekümmert hat, weil man irgendwelche Fristen verschlammt hat, weil man vielleicht sich mit dem falschen Bereich umgeben hat in Sachen Beruf oder wie auch immer, ja. Aber hätte man das nicht gemacht, dann hätte man auch nicht gewusst, wo es einen hinführt, ja. Also es gibt mega viele Schlaglöcher und ich glaube, wenn ihr hier resoniert, seid ihr auch eben die Menschen, die das bewundern, ja. Das sind starke Charaktere, genau wie dein Gegenüber oder auch wie du. Und diese Menschen wissen, von was sie sprechen, ja. Die wissen, dass es kein Zuckerschlecken ist und dass diese Prüfungen, die sich anfühlen wie, oh Gott, du fällst, sehe ich als Prüfung, oh Gott, du darfst steigen, ja. Du fällst, du hast den größten Schmerz, ey, pass auf, was danach passiert. Wenn du das schaffst, ja, und ja, ich muss es sagen, Glaube, Disziplin, Ehrgeiz, der Wille, dein Ziel, was du vor Augen hast, quatsch nicht drüber. Wenn es dein Ziel ist, verfolg du es für dich, ja, Traumgeist, was ist schiefgelaufen? Passe auf bei Gruppen, denen du dich anschließt, ja. Werd nicht so ein Sektenanhänger oder irgendwie so. Behalte deine eigene Linie bei. Komme aber in Ergänzung mit Menschen, die mit dir klarkommen und du auch, ja? Das ist eine wunderschöne Ergänzung.
Wir haben hier den Pagen der Stäbe, ja. Im Herzen hast du das für dich verstanden. Euphorie wahrscheinlich in der Zukunft ein bisschen runterschrauben. Du guckst sie erstmal an, bevor du losprescht, ja. Hier könnte aber auch wieder so ein noch Kontaktwechsel da sein für einige nicht, ja. Weil auch da, ich suche so noch, meine Glaskugel kann sich ja energetisch von Zeit zu Zeit ändern, ja. Es könnten hier Botschaften reinprasseln, es könnte sein, dass du Botschaften geschickt hast, es könnte sein, dass du mit einem anderen irgendwas austauschst und merkst, du hängst aber trotzdem noch in der alten Linie drin, wie dem auch sei, ja. Von der Euphorie her, Stabenergie ist ja die Feuerenergie hoch 10. Und die ist hier einfach auch sehr genügend für dich, ja, sodass du dein Ziel einfach auch mal vom anderen Blickwinkel anguckst und dankbar bist für kleine Emotions, sagen wir es mal so, für kleine Emotionen, ja. Du musst dich hier das Große immer sofort haben, weil da die Verblendung drin steckt. Seid zufrieden. Genau, für den heutigen Tag würde ich dir sagen, bei der Legung, sei einfach zufrieden. Und du hast dir, wenn, nur was zu Schulden kommen lassen, wenn du es nicht erkennst, ja. Aber wenn du es erkennst, dann wirst du hier nach diesem Schlagloch, oh Gott, da kommt was Schönes, ja. Niemand ist hier gezwungen, nur Scheiße zu erleben. Dann wart ihr vielleicht unglücklicherweise in so einem Sog, ja, dass ihr, und das dauert auch lange, bis man das versteht, warum hast du nur Pech? Weil es sind Versuchungen, denen du vorher nicht widerstehen konntest, weil du das in diesem Alter oder in dieser Phase noch nicht verstanden hast, ja. Gewisse Versuchungen auch als, bleiben wir mal wirklich beim Teufel, anzusehen und zu sagen, Nee, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Oftmals seid ihr ja oder sind sehr viele Menschen mit so einer Euphorie und mit so einer Leidenschaft komplett drin, ohne dass sie wirklich wissen, habe ich eigentlich jemals mal einen Ausweis gesehen von diesen Menschen? Der sagt mir zwar, der heißt Bernd, aber heißt er wirklich so? Das sind die simpelsten Dinger, ja? Habt ihr mal jemals den Führerschein gesehen? Ich frag nur. Da merkt ihr mal, wie bekloppt man. Ich kenne das jetzt von meiner Jugendreise, ja? Das ist gerade ein Schwang mit einem Zaunfall. Nee, ein Schwang aus meinem Leben ohne Zaunfall. Aber es ist so, ihr müsst mal wirklich erschreckenderweise drauf achten. Ihr kennt zwar den Namen oder ihr kennt so intime Sachen und denkt euch, oh, danke, dass ich das aber weiß. Und in Wirklichkeit habt ihr aber das nie schwarz auf weiß gesehen, ja? Und könnt euch genug erzählen lassen, wo man angeblich arbeitet, dass man keine Familie hätte, dass man nicht gebunden wäre. Ihr kennt doch die Prozesse selbst, ja? Ich sehe sie ja auch von euch in den Kommentaren hier. Da bin ich Gott sei Dank befreit worden von dass hier irgendjemand besetzt war und ich habe es nicht mitbekommen, weil das sind noch Sachen, die kriegt man sehr schnell raus. Aber du windest dich hier wirklich sehr schön und erkennst auch deine Probleme und das hat nichts mit Schuldzuweisung zu tun, ja? Du kennst hier schon ganz gut deine Lücken. Wir gehen mal in die Tendenz. Wenn ich so lange schon dazwischen quatsche, was mir aber auch wichtig ist. Oh ja, sehr schlagfertig bist du wahrscheinlich, ja? Du kommst so richtig ungebremst rein. Ich finde ihn ja auch so scharf hier. 10 der Schwerter. Wahrscheinlich hattest du ein Gefühl, alles besser zu wissen, ja? Warst hier mental völlig durchgedreht, weil aus 10 Ecken kamen 10 verschiedene Meinungen. So, mit denen hast du jetzt da gestanden. Vielleicht könnte es sein, dass du wirklich bei dir selbst kleben bleiben solltest und sagen solltest, oh, ich habe zu viel auf andere Menschen gehört, ich habe mir zu viel Schrott erzählen lassen, ja, ich habe es ja nicht mal geprüft, ob das stimmt aus Liebe zu dir oder aus Vertrauen. Ich möchte doch kein Misstrauen hegen. Nein, sollst du auch nicht. Aber Misstrauen fängt einfach auch mit diesem Tage an, wo man einen Menschen in sein Leben reinlässt, ja, und das ist ja irgendwo dein Kreis, du öffnest die Tür. Und du musst dich bei manchen Sachen wirklich noch mehr absichern, um zu gucken, ist das jetzt hier irgendwie eine erneute Prüfung oder hat das wirklich Hand und Fuß? Wenn, was erkennst du aus dieser Prüfung? Was kannst du bei jedem Menschen dann sofort erkennen? Weil das Muster sich oftmals wiederholt in solchen Prüfungen. Die Chance, eine wahre Liebe hier zu bekommen, die steht vor dir, ja? Und das ist es eben. Nach diesem Schlagloch, nach diesem Fall kommt, oh Gott, auf mich wartet etwas Schönes. Ass der Kelche, ja? Primitive Menschen fernhalten. Page der Schwerter. Oh,
Hä? Achso, hab den Stapel falsch rum. Leute, die dir irgendwas erzählen wollen, was für dich keinen Sinn ergibt, versuche nicht, den Sinn zu finden, ja? Das ist jetzt ein Rat. Weiß nicht, ob das ein Impuls ist, keine Ahnung. Menschen, die versuchen, dich zu überreden, versuche nicht, etwas zu finden, dass du überredet wirst. Du merkst das, ja? Es kann sein, dass die Kommunikation hier überhaupt nie stimmte, dass es immer daran scheiterte in den Punkten, aber alles andere hatte gestimmt. Boah, du hast hier sehr viel in der Tendenz. Auf jeden Fall geht's los, ja? Die Reise, so wie mit dem Schiff. Ja, und das machst du auch mal wieder mit Königin der Schwerter, ja? Lass dir hier nichts einreden, bloß weil andere davon eine Energie gerade zu besitzen, ja? Wehre es ab. Sobald du überzeugt werden musst, musst du es abwehren, ja? Dann passt die Kommunikation in der Zukunft oder auch mit deinem Gegenüber überhaupt nicht hin. Guck mal, du wendest dich ja auch ab, ja? Mit dem, was dir erzählt wird, klar, kannst du verstehen, aber ist vielleicht auch nicht dein Lebenspart. Abwehren. Du siehst es klar vor Augen. Hast dich wahrscheinlich wieder, wie so oft. Es kann auch sein, dass du, der Ton macht die Musik, dass du dich da verlaufen hast, ja? Und eigentlich trotzdem recht hattest. Wir sehen hier aber, du fängst ja auch wieder in diesem Weg an. Wir haben eine Krebsenergie mit dem Wagen. Du fängst sie wieder neu an, ja? Für dich klein auf. Und das kann aber das dicke Schöne werden, wenn du den Weg hier findest. Du musst dich führen lassen. Du kannst dich nicht führen lassen, ja. Du kannst dich nicht führen lassen durch andere Menschen und die werden aus deinem Leben gekantet. Aus und vorbei mit der Skorpionenergie. Du wirst wahrscheinlich auch sehr viel Schmerz abbekommen haben, sehr viel Schmerzen aber auch deinem Gegenüber zugeschickt haben, ja. Das ist hier für mich heute mit drin. Du hast deinem Gegenüber auch sehr viele Schmerzen rübertransportiert, ohne Wenn und Aber. Aber aus Liebe. Und das wird dir wahrscheinlich bewusst werden. Und damit kannst du vielleicht auch viel freier die Bindung, Beziehung verlassen oder auch all das, auf was du so einen Groll hast, was dich nicht in Ruhe lässt. Egal, wie man dich beschimpft hat, egal, wie oft du gedacht hast, das war auch nicht fein von dir, es ist schön, eine Reflexion zu haben oder eine Reflexion, aber im Grunde genommen hast du das alles aus Liebe getan, ja? Und aus Liebe musst du zu dir selbst auch jetzt gehen. Es ist jetzt hier ein Schluss. Vielleicht wurde auch ein Schlusswort gesprochen. Aber du hast auch selbst Schaden angerichtet, ja? Aus Liebe. Aus Liebe einen Schaden angerichtet. Den Satz muss mir jetzt auch mal jemand erklären. Für mich hat das ja alles immer einen Sinn, was ich bemängeln will. Aber ich stoppe dann in meinem Kopf und denke mir so, du hast Schaden angerichtet aus Liebe. Vielleicht hast du wirklich noch mal eine Prüfung von dir selbst mitgegeben, ja? Obwohl es wehgetan hat und vielleicht nicht fair war, keine Ahnung. Aber du hast hier etwas aus Liebe zerstört, gesagt, vernichtet, ja? Weil du wusstest für dich selbst als dein eigener Impuls, das ist das Letzte, was wirklich vielleicht noch hilft, damit du ein gutes Gefühl zu dir selbst hast. Aber wichtig ist, dass du diesen Punkt verstehst, das Loch kommt für und kann für etwas Schönes. Du kannst nicht warten und sagen so, oh wow, okay, jetzt habe ich stark gelitten. Es kommt was Schönes, wenn du rausgehst, ja? Wenn du all die primitiven Sachen oder die unterbemittelten, gestörten Faktoren verlässt, ohne Wenn und Aber, ohne Mitleid, ohne Mitgefühl, ja? So, jetzt befragen wir dein Gegenüber. 43 Minuten, oh. Oh, oh, oh. Hier schmerzt es bei deinem Gegenüber. Will this pain ever stop? Wird dieser Schmerz jemals aufhören? Vielleicht hast du genau das mit dem Tod mitgegeben, ja? Und jetzt ist Schluss. Für dich selbst, energetisch, vielleicht auch wenn dein Gegenüber die Trennung vollzogen hat, kann es für dich schon energetisch gewesen sein vom Herz. Ich habe auch heute wieder in der Legung nicht viel Herz gesehen, dass du jetzt aktuell, wenn du das Video anschaltest, wirklich dir sicher bist, du liebst diesen Menschen über alles, ja? Ausdrücken. Ja, du hast diesem Menschen etwas mitgegeben aus Liebe. Schmerzhafte Erinnerungen. Du hast hier Sachen definitiv hinterlassen und mitgegeben aus Liebe. Ja, es war ja so ein komischer Satz für mich, aber hier scheint es wirklich zu sein. Aus Liebe. Gut, dann gucken wir mal. Wow, so richtig geglitten oder gegleitet. 10 der Münzen.
Ich habe sehr viel getan. Das ist der Macher. Das ist er oder sie, wo ich meinte, diese Person hat wirklich sehr viel getan, ja? Dieser Herrschermodus, man stand für das, was man macht. Wir haben hier den Pagen der Kelche. Momentan fühlt man nichts. Bis minimal, ja? Und es ist hier so ein bisschen schräg, dein Gegenüber hat hier gerade selbst damit zu tun. Wofür mache ich eigentlich immer, wenn ich wenig zurückbekomme? Ich weiß doch im Vorfeld schon, dass es eh schmerzend endet, ja? So eine Einstellung hat dein Gegenüber und die hast du vielleicht auch leben und kennenlernen dürfen, obwohl du dafür gar nichts kannst für diese Einstellung, ja? Sei mal dahingestellt. Aber dein Gegenüber versteht Zwischenpunkte nicht, die dazu geführt haben, dass es bei euch nicht mehr klappt, aber hängt hier in so einem Modus, ich mach doch alles dafür. Und was hab ich? Kaum was, ja? Oder werde nicht gesehen mit dem, was ich tue. Dann sind es aber für dich eben Anteile, die für dich in einem Leben oder in der Liebe nicht wichtig sind. Und hier leidet man, ja? Das wirst du vielleicht deinem Gegenüber hier mitgeteilt haben. Ja. Ich versuche doch, die Welt zu Füßen zu legen, ja? Und das ist auch wieder das, hier könnte es gewesen sein, wenn Leute davon erzählen, das werde ich unbedingt noch schaffen und das, dafür arbeite ich. Und du denkst dir so und guckst dir ein paar Jahre später den Menschen an und denkst dir so, oh Gott, welcher Schein, ja? Auch wieder die pure Verblendung. Man weiß es hier selber, ja, dass man vieles nicht geschafft hat. Man konnte nur das schaffen. Ist ja logisch, ja? Man ist ja auch kein Zauberer. Man konnte ja nur das schaffen, was einem möglich war oder auf der Hand lag zu schaffen. Man hat sich hier selbst geblendet, ja. Man wollte immer was Großes darstellen, hat es aber nicht geschafft. Und hat gemerkt, vielleicht drückt es auch, dass man dir nicht das beweisen kann, was man hier macht, ja, und hat es schleifen lassen. Obwohl man gerne so gewesen wäre, aber dann habt ihr hier so einen Knetterolch. Ein Knetterolch. Die Namen. Neun der Schwerter. Man ist enttäuscht von sich selbst, ja, von dieser Verbindung. Das ist schmerzhaft im Kopf. Painful memories und will this pain ever stop? Damit hat dein Gegenüber hier gerade zu tun. Und das sind Energien, ich sag's nochmal, wie Milliarden von Menschen sich gerade ein Fußballspiel angucken, sich gerade den gleichen Schuh von der gleichen Firma anziehen, gerade am Strand sitzen und den Sonnenuntergang beobachten. Hier leidet jemand in der Verbindung zu dir gedanklich immer noch sehr stark und weiß nicht, wie es weitergeht. Wir haben 3 der Stäbe im Herzen. Einsamkeit, der Schmerz oder 2 der Stäbe, die Entscheidung im Herzen. 3 der Stäbe hätte für mich jetzt auch total gepasst, weil es so der hoffnungslose Weg gewesen wäre. Aber dann schmerzt ja wirklich die Entscheidung, ja? Und man starrt ja hier wirklich zum Mond. Diese Erinnerung an das, was mal war, ja? Man kummert oder bekummert sich ja fast selbst. Man erinnert sich an die Momente mit dir. Wahrscheinlich ist es ein Rückblick von mehreren Phasen, nicht nur mit dir alleine. Es könnte auch sein, dass sich dein Gegenüber hier wirklich sehr einsam fühlt. Dann dieser Begleiter, der Wolf. Da steht noch ein Wolf. Bin ich jetzt blöde? Steht da ein Wolf da, oder? Ja, steht ein Wolf. Aber ich denke, das fokussier mal bitte. Das bist du an der Seite, ja? Weil ihr guckt in verschiedene Richtungen. Das ist so, es ist gerade nicht jeder in die Richtung. Und das ist auch wieder mit dieser Entscheidung, ihr hattet vielleicht gemeinsame Ziele, aber welches Ziel wurde erreicht? Die Träume waren verschieden. Welche Träume davon hat man verwirklicht, ja? Es ist ja all das in der Entscheidung drin, wo dein Gegenüber hier gerade wirklich sehr schmerzvoll erinnert wird. Und wir haben 4 der Münzen auch schon wieder dieses... Warum habe ich losgelassen? Es schmerzt. Es könnten Gefühle hochkommen wie, mit dir hatte ich wenigstens das und das. Jetzt sehe ich erst, was ich mit dir hatte. Ja,
Ich habe keine Kontrolle mehr über mich selbst oder über dich. Es kontrolliert mich hier vielleicht auch keiner mehr in Anführungsstrichen, dass man vielleicht angemahnt hat, dass du jemanden einzwängen oder bedrängen würdest, die Freiheit nehmen würdest, obwohl man jetzt merkt, es ist schön, wenn man weiß, dass jemand an seiner Seite ist, der sich kümmert, ja. Dass es gar nicht so wirklich was mit diesem Einsperren oder Bedrängen zu tun hat. Dein Gegenüber fühlt hier eine absolute Einsamkeit und hier kommt auch das Rad des Stick, das Stick. Erstickt, Sticksal. Wird Sticksal sticken, ja? Es wird wirklich stickig und man scheint hier wirklich zu leiden wie ein Schwein. Könnt ihr auch eine Kuh nehmen oder leiden wie ein Vogel, wie auch immer. Das Sticksal wird zum Schicksal. Die Luft wird immer enger, das Gefühl tut immer mehr weh, ja? Also es sind keine schönen Gefühle. Und hier kommt auch für dein Gegenüber die endlich ersehnte Prüfung für dein Gegenüber, ja? Dieses endlich. Erkenne doch mal, dass du auch diese Stufe haben darfst und musst. Und nicht, du baust dir immer über dieses Loch oder umgehst dieses Loch, ja? Und dann verschwindet man. Dein Gegenüber versteht hier zu lernen, du musst auch fallen. Du musst auch die Konsequenzen dafür tragen, damit etwas Schönes kommt, ja? Nur durch Arbeit, nur durch harte Arbeit, wenn du dieses Loch bestehst, kommst du vorwärts. Hier kommt eine Prüfung, kommt Zeit, kommt Rat, ja? Mit D oder T. Hier fängt die Lehre an. Und dafür äußert sich erstmal der Schmerz und ruft, hallo, ich fühle mich gerade wirklich unheimlich einsam. Was für eine Entscheidung habe ich hier zugelassen bei zwei der Stäbe? Ei, guckt mal. Welche Entscheidung habe ich hier zugelassen? Das war in deiner Tendenz. Vorast der Kelche. Ab sofort fliegt man genau in deine Linie rein. Auch das wird dein Gegenüber hier erleben. Ich sag's mal so, natürlich klingt's richtig schön und süß und wir wären ja auch ein bisschen blöd, wenn alles negativ wäre. Aber dein Gegenüber wird die gleiche Geschichte spielen, wie du sie hast oder hattest, ja? Das Ding verfilmt sich hier in... Ich bin mal diesen Weg gelaufen, weil ich musste. Und dein Gegenüber, energetisch natürlich, wird vielleicht Jahre, Wochen, Monate später damit konfrontiert. Oh, weil wir eine Verbindung ja mal hatten, muss ich natürlich den gleichen Weg auch laufen, um rauszukommen. Weil wir sind ja auch den gleichen Weg gelaufen, um zusammenzukommen. Versteht ihr das? Die Fratze, ey, sorry. Vor allen Dingen, das Ding sieht aus wie ich. Guckt mal die Finger an. Die Nägel. Finde ich schon wieder lustig. Außer die Füße, die sind nicht meine. Könnten diese Sätze wirklich sein zum Teufel, ja? Ich halt's nicht, aua. Och Mann, ey, diese Karma-Scheiße, ey. Das ist bei mir aber wirklich, es ist nichts Neues. Für jeden blöden Spruch ist bei mir Universum, ey, jetzt reicht's aber, Miranda, halt die Klappe. Sechs der Kelche. Also hier liegt jemand in der Herzebene, ich bin immer noch in der Herzebene. Ihr könnt's immer leider nicht sehen. Ich brauche dich, ja? Bleibt. In eurer Stärke. Aber hier vermisst dich jemand. Hier merkt man selbst so, scheiße, das wird hart, ja? Hier vermisst dich jemand. Hier vermisst jemand die Ergänzung von dir und auch die Leichtigkeit zugleich, ja? Die man wahrscheinlich jetzt so im Laufe der nächsten Zeit verstehen wird. Du bist ja wirklich nicht mehr angebunden, ja? Jetzt bin ich dran mit der Prüfung. Wir gehen in die Tendenz, ihr Lieben, bei 53 Minuten. Was habe ich gemacht? Oh, ich habe meine Lippen auch falsch geschminkt. Auch schön. Oh, das geht mir auf den Sack. Kriege ich jetzt auch nicht mehr. Red jetzt schon hier 53 Minuten mit schiefen Lippen. Warum sagt ihr denn nichts? Toll. Freut euch wieder, wa? Dass ihr mich auflaufen lasst. Quatsch. Gibt Schlimmeres. Ich klatsch auch im Winter hin. Hier haben wir wieder die Bestätigung. Also ich bin schon mal richtig hingeklatscht im Winter. Mit dem Bus hinterher gerannt. Mir ist das auch nicht peinlich, mein Gott. Passiert. Da bin ich, tata. Was habe ich denn von meinem Status als Herrscher mit der Widderenergie, die ihr da drin hattet, ja? Dieser Mensch
entpuppt sich zu dem, was ihr hier auch hattet, ja. Und dieser Mensch, der hat so viel Ehrgeiz, hier wirklich zu verstehen, warum habe ich mit dir das Ganze aufgehört, ja, warum habe ich hier nicht weitergearbeitet? Wo sind meine Punkte? Ich erkenne mich doch selbst nicht mehr wieder. Ich bin doch sonst die starke Figur, ja. Ich bin doch sonst eine Person, ich bin doch sonst eine Art Anführer, die sich nicht so einfach von Prozessen hier fernhält, wenn sie schwer wurden oder sind. Das ist so untypisch für dein Gegenüber, ja? Kommt die Sonne raus, auch so schön. Dein Mensch macht sich hier Gedanken, warum, was habe ich denn gemacht, dass ich unsere Verbindung schleifen lassen habe, ja? Gucken wir mal, warum. Ja, also ihr tickt hier wirklich gleich. Ihr habt hier eine Energie. Ein Seelenprozess ist immer, ja? Jeder von euch hat eine Seele. Bei mir gibt es keine halben und Zwillingsseelen, um Gottes Willen, ja? Auch nicht Dualseelen oder irgendwie Prozesse, die sich miteinander verschmelzen. Es kommt vielleicht brutal rüber, aber das sage ich, seitdem ich hier mein erstes Video drauf habe. Ich bin, und ich will nicht überzeugt werden, ihr braucht euch von mir auch nicht überzeugen lassen, jeder hat seine eigene Seele, hoffe ich zumindest, weil wenn da wirklich so eine Sprüche kommen, dann verstehe ich auch, warum diese Menschen kaputt sind in der Birne und ich sie nicht verstehe, ja? Weil dann ist da wirklich eine Funktionsstörung, wenn man seine eigene Seele nicht besitzt und die mit irgendwelchen Menschen teilt oder verschmelzen lässt, ja? Es gibt Seelenprozesse, ja? Man kann auch sagen, du bist mein Seelenpartner, aber trotzdem besitzt man eine Seele. Und Seelenpartner existieren für mich eher in Freundschaften, Familien oder fremde Leute, die sich einfach treffen und sagen, ey krass, ja, wo kommst denn du her? Du bist ja ein Abbild meiner selbst. Das alles ist für mich noch nachvollziehbar. Der Seelenprozess hier, dein Gegenüber, wollte immer zu hohen Ehren kommen. Ja, sagen wir es mal so. Dein Gegenüber war immer von Erfolg gekrönt. Deswegen hast du ja auch diese herrscherische Person an deiner Seite gehabt, ja? Erfolg stand an Nummer eins. Und vielleicht wird einem das bewusst, dass manche Erfolge in einer Beziehung nach hinten rücken müssten. Und auch hier, genau das, was du gehabt hast, Sechs der Schwerter, ich muss mich darum kümmern. Du hättest Priorität sein müssen, ja? Und nicht andere Dinge. Das versteht dieser Widder-Mensch. Wird verstehen. Es heißt nicht, dass es ein guter Anfang ist, um nochmal neu anzufangen. Dieser Mensch wird auch das verstehen. Und wenn ihr hier fühlt, dann wisst ihr, was euch verbunden hat. Eine Seelenpartnerschaft zum Auflösen von euch beiden. Um genau das auch zu erkennen, was bei dir im Geborgenen liegt und auch bei deinem Gegenüber falsch war. Wir haben hier Sieben der Stäbe. Ja, ihr habt euch beide nicht wirklich gezeigt. Ihr habt euch beide, auch du, ja? Du hast deinem Gegenüber nicht wirklich gezeigt, wie du gefühlt hast, vielleicht auch aus Schutz. Aber ihr habt beide ab einem gewissen Punkt, weil es nur noch aus Hoffen und Träume wahrscheinlich bestand, es war ja eine große Energie hier drin mit Träume und Geist, wo wir hier reingestartet sind. Davon können wir uns nichts kaufen, ja. Ihr standet hier wirklich so voreinander und habt gesagt so, wir haben total unterschiedliche Ziele, Träume, unser Geist tickt auch verschieden. Es ist erschreckend, wen ich vor mir habe, ja. Und Sieben der Stäbe ist auch wieder so, hast du denn jemals den Führerschein gesehen, obwohl man dir sagt, man hat eine Fahrprüfung hinter sich? Es ist überspitzt, aber genau das meine ich, ja. Eigentlich habt ihr so tiefe Phasen von euch noch nicht mal ausgetauscht. Da liegt noch so viel mehr, die wahrscheinlich bei euch sehr gleich und erschreckend wären. Wo du dir vielleicht hinten raus sagen würdest, ach du Scheiße, um Gottes Willen, ja? Ihr habt hier gegenseitig eine andere Person abgegeben. Und vielleicht wäre auch das, was du gesehen hättest, gar nicht deins gewesen, ja? Ihr habt euch beide hier irgendwie geschützt vor Schmerzen, die aus der Vergangenheit oder mit der Ahnenstruktur hier was zu tun haben könnten, ja. Aber das ist euer Lauf, ja. Ihr versteht, nur an Träumen gebunden zu sein oder unterschiedliche Ziele zu haben, funktioniert auch nicht, ja. Da kommt dein Gegenüber hier richtig rein, aber der hat ja wirklich bei Weitem jetzt so einen Prozess, wirklich wie ihr es erlebt habt, ja. Wird dieser Schmerz jemals stoppen? Und diese schmerzhaften Erinnerungen, die du mit dem Tod, das Arkanum der Tod, übergeben hast. Ja, auch hier, da muss ich durch die schmerzvolle Erkenntnis, ja. Und das wird wahrscheinlich ein längerer Weg werden.
Man bereitet sich hier vor, man spürt die Schmerzen, aber man weiß, wenn ich nicht laufe, dann kann ich mich auch einbuddeln, ja? Ich muss hier was tun. Ich muss was tun. Ich muss erkennen. Ich kann im Schmerz nicht sitzen bleiben. Ich lasse mich abstrafen für das, was ich gemacht habe, was ich dir angetan habe, was ich mir selbst angetan habe. Hier lässt sich jemand abstrafen. Und ich habe das Gefühl, die ganze Zeit vom Impuls her, hier ändert jemand absolut seine Sichtweise, ja. Auch was mit Glauben oder Spirit zu tun haben könnte, wie auch immer. Jetzt nicht irgendwie beschränkt, aber hier wird man vielleicht auch so ein bisschen das Wunder des Universums verstehen, ja. Hier wird man nicht komplett abdriften. Aber hier wird man irgendwie merken, krass, vielleicht sind zwischen euch Gespräche gefallen, die einen da wieder zurückholen und sagen, das gibt's doch nicht, ja, du hast es mir vorher gesagt. Oder genau jetzt fühle ich dich am stärksten. Man weiß, das habe ich verdient, ja. Das mache ich auch alleine, diesen Weg, das habe ich verdient. Weil es geht nichts mehr bei diesen Menschen, weder vor noch zurück. Hier kommen Strafen rein. Es kann auch wirklich mit realen Strafen zu tun haben. Abmahnung jeglicher Art, weil sich dieser Mensch nicht mehr konzentrieren kann oder auch durch sein Gemüt nicht mehr merkt, wie man auf andere Menschen reagiert. Es können hier Scheidungen betreffen, es können hier alles dahinter stecken, ja? Und man ist sich bewusst, okay, den Herrschermodus gebe ich ab. Aber das Machen kann ich nicht abstellen. Dieser Mensch steht für Handeln, für Tun. Aber ich muss weniger hart zu mir selbst und meiner Umwelt sein, ja? Ich werde König der Münzen. Ich werde trotzdem erbauen, erschaffen, aber ich werde hier aus meiner Ego-Linie oder von demselbigen Vaterproblem, was man hier besitzt, heraustreten müssen, ja? Ich kann nur in bestimmten Bereichen bestimmen, was für mich gut ist. Es reicht für mich und damit kann ich ablösen, ein Macher zu sein. Hier bleibt jemand Vollrealist, ja? Hier bleibt jemand wirklich Vollrealist und wird sich entscheiden für das Machen und Tun. Will this pain ever stop? Könnte sein, auch wenn du blockiert wurdest, aus dem Nichts Botschaften, ja? Hattest du ja auch. Aber ich habe jetzt gerade diese Karte oder diesen Satz genommen, will this pain never stop? Diese Frage wird es aufhören. Es könnte sein, dass man hier nachfragt, dass ihr euch begegnet, dass ihr euch seht, irgendwas passiert. Entweder wirst du befreit oder dein Gegenüber möchte dich hier irgendwas fragen oder schaut nach dir, beobachtet dich, wie auch immer, ja? Denn diesen Schmerz will man ja stillen und das macht man so ein bisschen hinterrücks, aber nicht offensiv, ja? Das macht man hier nicht offensiv. Die schmerzhaften Erinnerungen war der Zusammenbruch mit euch generell, der Turm. Dass alles, was ihr mal besessen habt oder was ihr ausgelebt habt, nicht mehr da ist, ja? Das sind die schmerzhaften Erinnerungen, das nicht halten zu können. Es gab hier keine Chance, etwas zu halten. Hier ist dieses schwarze Loch, was man jetzt fühlt, ja? Und wenn man schlau ist und das ja auch versteht, für was man arbeitet, dann wird man sehen, für was es ist, ja, oder für was es war. Man wird dir sehr viel danken. Das ist in allen unseren Lebensbereichen sowohl negativ wie positiv. Bei dem einen natürlich jetzt, ich rede jetzt hier nicht von illegalen Machenschaften oder so, aber man wird dir danken und wird auch noch dahin kommen, welchen Wert du bei deinem Gegenüber hier hinterlassen hast, ja. Da wird man wahrscheinlich sehr lange mit zu tun haben und auch verstehen, dass dein Sinn auch einen Sinn hatte für eure gegenseitige Prüfung hier, ja? War sehr schwer. Eine Geistesführerkarte für dich zum Auffangen. Und dann haben wir mit schiefen Lippen und ein bisschen Gemotze, naja, nee, Gemotze nicht. Das ist einfach das, über was ich sprechen möchte. Ich möchte darüber sprechen. Und auch wenn ihr das als Rechtfertigung seht, ich mache den Kanal, um zu sprechen. Ansonsten würdet ihr meine Hände vielleicht nur sehen, ja? Oder, also gut, da kann man auch sprechen. Aber ich meine, sonst würde ich wahrscheinlich ein Bastelvideo machen oder so. Ich sende das raus, was ich möchte. Keine Sorge. Sorge ist eine vergeudete Emotion. Das ist deine Auffangkarte, ja? Sorge ist eine vergeudete Emotion.
und die Sorge, die ihr währenddessen ihr eine Verbundenheit gehabt habt, ebenso, ja? Es sollte nicht von Sorgen geprägt sein. Es sollte nicht wehtun, es sollte nicht schmerzen. Sollte jedem auch klar sein, ihr Lieben, ja? So. Mann, was ist denn das hier? Das sind auch so meine Macken. Schiefe Lippen, Augenbraue fehlt, sieht aus wie der Räuber Hotzenplotz. So, naja, okay, machen wir mal dicht, denn bekommen gleich Besuch. Machen wir uns mal schön, wa? Tut mir leid für das gestörte Bild heute. Tschüssi. Bleibt gesund!